Darin, let's play. Ja, meine lieben Freunde, und damit willkommen zurück zu einer weiteren Sekiro-Episode. Hier immer noch im Hirata-Anwesen, wo wir sowas von sterben werden, immer noch in dieser Episode. Ich gehe davon aus. Ja, ich habe mich ein bisschen beruhigt. Ich habe jetzt ein, zwei Tage vergehen lassen und jetzt muss ich hier einfach weiter zocken, weil ich weiterkommen will und weil ich Bock auf das Spiel habe. Wir haben immer noch diese Rechnung mit diesen komischen Speer-Fuzzi-Mönchen hier offen. Und, ja, wir versuchen das einfach mal. Beziehungsweise, wenn das jetzt nicht so funktioniert... Ja, wir sind schon wieder auf die Fresse gefallen. Ich hatte eigentlich eine Idee, wie wir hier hinkommen können. Ohne, dass wir vielleicht Fallschaden erleiden. Aber das müssen wir dann irgendwann anders ausprobieren. Ja, geh doch an der Wand. Ja, ich kann hier gar nicht an der Wand. Schade. Aha. So, ihr Spackenköpfe. Ey. Ey. Das ist nicht gut, was hier gerade passiert. Okay. Wir haben es unter Kontrolle. Ja, gut. Perfekt sieht anders aus, aber ich bin damit zufrieden. Ich bin damit relativ zufrieden, wie das jetzt abgelaufen ist. Genau, da ist noch der Bogenschütze. So, und jetzt kommt der interessante Teil. Jetzt kommen die Speerfuzzi-Köppe. Und da die ja fast immer nur Stoßangriffe machen, muss ich eigentlich nur diese Mikita oder wie heißt die Technik? Ich muss mal im Nachgucken. Fähigkeit. Mikiri, die Mikiri-Konter muss ich eigentlich nur machen. Ich muss eigentlich nur Kreis drücken. Kreis, also B. Eigentlich muss ich nur B drücken und dann haben wir den an den Eiern. Da. Beziehungsweise den ersten, den konnten wir ja von hinten erdolchen, ne? Ich meine, das war so. Sprich, den ersten erdolchen wir von hinten. Aber den zweiten, den schwarzen Spacken, der da irgendwo rumgammelt, den machen wir dann mit dem roten Knopftrick einfach frisch, hoffe ich. Also das ist die Theorie. Und das ist jetzt kein Hexenwerk, was ich hier gesagt habe. Das gleiche hatte ich eigentlich schon beim letzten Mal in der Aufnahme im Sinn. Nur, ja, wenn man so ein bisschen aggressiv im Kopf ist, dann kommt man nicht unbedingt auf die Dinger oder beziehungsweise man kommt nicht dazu, das so anzuwenden, wie man es gerne möchte. Sagen wir mal so. Ah, sehr gut. Mit deinen komischen Perlen da. Gokans Konfekt. Ah. Beziehungsweise, ich glaube, beim letzten Mal konnten wir den ja fast von hinten erdolchen, ne? Da habe ich nur irgendeinen dummen Fehler gemacht. Okay. Ich habe Kreis gedrückt, aber ist egal. Wir können uns wieder beleben lassen einmal. Okay, was? Ihr habt das jetzt vielleicht nicht bemerkt, aber ich habe einfach nur rot gedrückt. Das hat auch funktioniert. Allerdings hat der Typ so eine krasse Haltung, dass wir den dann nicht direkt nimmt mit einem Todesstoß. Warum steht da göttliche Hilfe? Hä? Ja, wir haben doch sowieso nur 12% göttliche Hilfe. Was soll ich denn da jetzt noch ändern? Verstehe ich nicht. Haben wir Level eigentlich? Wir haben 3 Level, ne? Ah, wir können was setzen. Rennen und gleiten vielleicht. Oder vielleicht mal eine neue Attacke machen. Wäre vielleicht auch mal so eine Idee. Gewährt die Kampfkunst Wirbelwindhieb. Hm. Greifhakenangriff. Treibender Schritt. Hört sich eigentlich auch nicht mal schlecht an, ne? Hm. Greifhakenangriff? Ich bin ein bisschen... Ja...
die Frage ist, kann man am Ende alles setzen oder... Gewährte Shinobi-Kampfkurs Rennen und Gleiten ermöglicht aus dem Sprint heraus in eine geduckte Position zu gleiten. Laufe durch einen Bereich und rutsche außer Reichweite. Täuscht leicht die Augen eines Feindes. Okay, beim Sprinten gleiten. Gleite am Ende eines Sprints und gehe in die Hocke. Machen wir das? Ich mache jetzt das. Wirbelwind-Tieb. Wirbelangriff, bla bla bla. Dafür muss ich LB und RB gleichzeitig drücken. Wir machen das auf jeden Fall. Das hört sich gut an. Shinobi-Karma-Körper. Gewährt die erlernte Fähigkeit Shinobi-Karma-Körper. Erhöht die maximale Anzahl an Geisterembleme, die du besitzen kannst. Geisterembleme sind greifbares Bedauern. Wer seine Taten bedauern, wird von vielen Geistesemblemen heimgesucht. Shinobi, die viele getötet haben, müssen den physischen Tribut dieser Sünde ertragen. Ja. Was ist das? Gewährt die Shinobi-Kampfkunst Flug parieren. Ermöglicht Abwehren oder Parieren feindlicher Angriffe in der Luft. Kanonen und andere Projektilwaffen fügen Zielen in der Luft zusätzlichen Schaden zu. Diese Technik kann diesen Schaden verhindern. Shinobi lassen sich nicht so leicht abschießen. In der Luft einfach Abwehr klicken. Okay. Wenn feindliche Angriffe in der Luft trifft, Flug parieren. Feindliche Angriffe... Okay. Sehr gut. Machen wir. Und dann können wir trotzdem noch das machen, dann haben wir alles gelernt. Flugkampfkunst. Sehr gut. Kampfkünste sind Spezialangriffe, die auf den Stärken des Kampfstils beruhen, zu dem sie gehören. Zum Benutzen werden sie im Ausrüstungsmenü ausgerüstet und durch das Fähigkeitsmenü oder besondere esoterische Texte erlernt. RB und RB halten, bla. Okay. Ach so, RB. RB, dabei Dings halten. Und dann mache ich die... Okay, ich verstehe. Dann, nein. Kampfkunst können im Ausbildung ausgerüstet werden. Es kann immer nur eine Kampfkunst ausgerüstet werden. Ach da, okay. Und das ist doch irgendwas anderes. Wirbelwind-Dingsbums. Also, ich muss das gedrückt halten und dann... Okay. Das verbraucht auch gar nichts, ne? Das kann ich immer wieder machen. Das sieht schon mal sehr gut aus. So, dann habe ich jetzt Luftabwehr. Da möchte ich auch mal testen. Ging das vorher nicht? Okay, und das ist jetzt dieser... Okay. Ich verstehe. Dann können wir das alles. So, was ich jetzt probieren wollte. Wir versuchen jetzt diesen Kack... Schaden zu entgehen, den wir da die ganze Zeit beim Runterplumpsen erleiden. Denn so wie ich das in Erinnerung hatte, konnten wir einfach vom Wasser aus uns da irgendwo hochhangeln. Da möchte ich jetzt einmal ausprobieren. Aber wahrscheinlich war das hinter dem Tor. Oder? Ich glaube, das geht doch nicht, was ich hier vorhab. Ich glaube, das war oberhalb des Wasserfalls. Ja, scheiße, das geht von hier gar nicht. Hätte ich schon wieder zurück. Das war jetzt eine kurze Idee. Ja, ja, lasst euch gar nicht von mir stören. Lasse! Schnell rasten. Oh, der hat jetzt fast mit dem Pfeil getroffen. Hui, okay. Dann reisen wir jetzt doch nochmal zum Hauptsaal. Da muss so ein Trick geben, wie man landen kann auf so einer Höhe, ohne dass man auf die Fresse kriegt. Vielleicht muss ich einfach die ganze Zeit... Kann ich so an der Wand runterglitschen? Ey, leck mich doch! Ja, hau auf den hier. Na? Komm her, Schweinchen. Ach komm. Das ist schon wieder scheiße. Hey, benutzen. Ah,
Ja gut, das ist gerade auch nicht besser gelaufen. Okay, vielleicht doch ein bisschen. Wir waren gerade vielleicht ein bisschen besser. Aber ist ja nicht schlimm. Oh, der schießt. So. Ich weiß ja auch nicht, was wir davon haben, wenn wir die zwei Mönche da kaputt kloppen. Aber irgendwas wird das schon bringen. Zumal ich jetzt dann auch mal die Technik... Ah, ich hätte die eigentlich jetzt gerade da schon im Tunnel ausprobieren können, die neue Wirbelwindtechnik, die wir gelernt haben, ne? Ja, ist egal. So. Ein wenig Geduld müssen wir haben. Ich könnte den Nebelrahmen vielleicht auch mal so ausprobieren. Ich muss ja nur im richtigen Moment das drücken und dann weiche ich aus. Eigentlich. Also so habe ich die Fähigkeit verstanden. Naja, ich nehme die Axt. Ich glaube, meine Fähigkeit, Köpfe zu spalten... Ist der schon wieder auf dem Rückweg? Oh, ne, der kam noch gar nicht. Ich glaube, meine Fähigkeit, Köpfe zu spalten, ist doch ein bisschen besser, wie die Fähigkeit, auszuweichen. Okay. Jetzt ist er da. Und gleich ist er weg. Die Frage ist, warum der andere Typ uns bemerkt, wenn wir hinter denen sind. Das macht, der kriegt das ja auch nicht mit. Im sechster Sinn oder so. Du Drecksack! Genau, mach das nochmal. Du Drecksack! Diesmal habe ich auch richtig hier Dingsbums und alle, ne? Ah. Voller Geldbeutel. Ein Geldbeutel, der vor lauter Sen überquillt, kann verwendet werden, um die Sen im Inneren zu erlangen. So schwer, der sich. So schwer, dass er selbst dem Wolf ein Lächeln abbringt. Okay, die Sen im Geldbeutel geben dem Tod nicht verloren. Oh. So, der hat sich schon wegen des Goldes hoffentlich gelohnt. Was haben wir hier? Mimo-Ballon der Seele. Ein Mimo-Ballon voll Urquellwasser getränkt mit dem Segen für verstorbene Seelen. Lässt man ihn platzen und betet, erhalten alle auf dieser Wasserspritz zeitweise mehr Auferstehungsmacht. Okay. Der älteste der Mimo-Ballons, den die Mimo-Priester als Friedensangebot für die Verstorbenen. Bla bla bla. Kügelchen. Ja, gut. Hat sich gelohnt, denke ich mal. Für so ein bisschen Geld. Und den ganzen Mibo-Klamotten hier. Ja, bin ich zufrieden. So, eigentlich war der ganz einfach. Ich weiß auch nicht, warum ich da immer so ein Heckmeck draus mache. Das ist, glaube ich, nur eine Kopfsache. Die Musik ist hektisch und dann denkst du, oh scheiße, der Gegner geht bestimmt voll ab. Und dann machst du halt dumme Fehler. Ja, nicht, ne, doch. Lalalalalala. Haben wir jetzt... Göttliche Hilfe ist immer noch bei 12%. Die Frage ist, wie steigt die wieder an? So, wir reisen einmal zum Maronen Tempel, um die neuen Kampffähigkeiten ein bisschen zu trainieren bei den Untoten. Das geht bestimmt. Also zumindest hier diese Wirbelwindattacke sollten wir bei dem trainieren können, genau. Und da stand jetzt gerade was von dieser Fäulnis. Wo sehe ich denn die Fäulnis? Ja, da. Von irgendwoher ertönt ein gequältes Husten. Der hustende Mann fertigt wie besessen Buddha-Statuen an, um nicht von den Flammen verzehrt zu werden. Der besitzt diese sechs reduziert die Chance, göttliche Hilfe zu erlangen. Ja, aber wie kann ich das loswerden, ist die Frage. Ängstliche Dienerin. Der Krähenverwalter. Wer ist denn der Krähenverwalter? Ich habe keine Ahnung, den kennen wir doch noch gar nicht. Er hält irgendwo China-Umland Gedenkfein ab. Ja, keine Ahnung. Verbesserungsmaterialien. Ist egal.
Hallöchen. Hast du was Neues? Nee, der hat gar nichts Neues. Okay. Ja, Mata. Dann können wir jetzt zurück zum Hidara-Anwesen, beziehungsweise hier nochmal mit der Frau sprechen, jetzt wo die hier draußen ist und nicht mehr da drin. Okami-dono. Yoku mairare mashita. Ich habe noch nichts weiter bemerkt. Außer, dass wir extrem schlecht in dem Spiel sind. Letztes Jahr. Ja, was soll ich dazu sagen? Körpermerkmal verbessern können wir noch nicht. Wir haben zu wenig Gebetsperlen. Wir haben auch keine Erinnerung. Aber guck mal, wenn wir das jetzt schaffen, werden wir wahrscheinlich eine Erinnerung kriegen, denke ich mal, ne? Dann haben wir 1 von 1 Erinnerung und dann können wir irgendwas damit machen. Ah, falsch gemacht. Ich wollte eigentlich reisen. Das macht Sinn. Ja. Hidara, Anwesen Hauptsaal. Ah, jetzt haben wir eine Verabredung mit den Fettklops als Endboss hier. Den machen wir so frisch. Beim letzten Mal wollte ich den ja gar nicht töten. Jetzt ernsthaft. Weil ich immer noch verwirrt war, warum wir hier sind. Ich hab's jetzt verstanden. Ja! Ob wir die einfach alle umlaufen können? Bestimmt, oder? Ja, okay, vielleicht nicht alle. Ja, die zwei, die laufen noch ziemlich weit hier vor. Die kann ich ja dann schon mal von da irgendwie ausschalten. Oder von hier oben sogar. Muss ich aber auf den springen. Der andere ist ja billig. Hahaha. Ruckel, ruckel, ist egal. Scheiße. Der Bogenschütze ist jetzt gleich das Problem. Scheiße. Ah, da kommt noch einer aus dem Haus. Nee, dann nicht. Boah, ich wollte schon sagen. Ich hab voll geblockt. Okay, jetzt nicht. Aber gerade habe ich voll geblockt. Ja. Es sollte nur noch dieser Pfeilfutzi übrig sein. Da ist auch noch einer, ne? Macht ja gar nichts. Na gut. Wenn ich will, der hat schon, ne? So. Sehr gut. Sehr gut. Ja, okay, also sehr gut jetzt nicht. Ich habe einmal Leben nehmen müssen. Und eigentlich könnte ich auch schon wieder fast ein zweites Mal Leben nehmen. So, bevor wir jetzt da mit diesen komischen Typen sprechen, gehe ich einmal hierher. Das haben wir vorhin nicht gemacht. Also in der letzten Episode. War der in der letzten? Ich weiß es gar nicht. Ist auf jeden Fall so ein kleines Häuschen. Aha. Warum kann ich hierher laufen? Was habe ich davon? Keine Ahnung.
Ich mach das einfach mal. Das wird schon irgendeinen Sinn haben. Hä? Oder auch nicht. Ich habe jetzt gedacht, ich kann da rüber irgendwie, aber hier ist ja gar nichts. Ich bin jetzt hier in der Ecke, in der Sackgasse. Guck mal, da durch, da schimmert doch was, ne? Da ist was drin. Ich sehe es. Mit der Axt vielleicht. Mein Interesse ist geweckt. Wie komme ich da rein? Vielleicht hier unten drunter kriechen, irgendwo? Scheiße. Da ist doch was. Da, guck. Ich komme nur nicht dran von hier. Ja gut, vielleicht von der anderen Seite. Vielleicht muss ich wirklich erst den Boss da besiegen und dann kann ich irgendwie dahin, ich weiß es nicht. Aber den hier sollte ich doch ausschalten können, ne? Wenn ich hier so drüber springe. Ey, wo kommt der denn her? Mann, ey. Hochmut, ne? Und so vor dem Fall. Denkst, oh, ein Gegner, komm, den töte ich schnell. Nee, da ist noch einer. Leichter Geldbeutel. Ja, ich gehe jetzt gleich nochmal rasten. Eigentlich brauche ich den Boss jetzt gar nicht probieren mit so wenig Leben. Okay. Da ist der Dicke. Ja, ist egal. Aber wie gesagt, so brauchen wir das nicht probieren. Wenn wir jetzt vielleicht dann nochmal den Anfang ein bisschen besser hinkriegen, dann ohne Leben zu nehmen und ohne auf die Fresse zu kriegen, dann wäre natürlich ideal. Was hat der denn da gemacht? Ich glaube, der hat sich nur tot gestellt. Der ist gar nicht tot. Dieser Widerliche, ne? So, einmal rasten. Und jetzt. Jetzt werden wir das Kindchen schon schaukeln. Upsa! Wie viel Kügelchen haben wir denn? Okay. Ich glaube, ich müsste die wirklich nicht töten. Aber schon allein erfahrungstechnisch machen wir das. Diesmal lasse ich den ein Stückchen weiterlaufen, damit der da hinten nichts davon mitkriegt, im Idealfall. Hä? Scheiße! Kacke, Mann, ey. Ich wollte mich gerade schon freuen. So, ja, geil. Wir haben mich auf die Fresse gekriegt. Und dann kommt der scheiß Bogenschütze da an. Mann. Komm her. Bam. Ja, ich weiß so langsam, wie der Hase läuft. Ich weiß, da ist einer. Aber ist egal. Da ist noch irgendwo einer. Eins, zwei, drei und in den Hals. Hier ist noch einer irgendwo. Ich hab ihn gehört. Ach, der schon wieder.
Ist ja scheiße. Ey, das kann nicht sein! Ich habe jetzt eigentlich kurz angenommen, wenn ich den hier mache, dass er dann direkt zurückschreckt, der Gegner. Aber das hat den gar nicht interessiert. So. Das waren alle. Wir haben uns definitiv besser geschlagen. Der letzte Gegner hat wieder ein bisschen zu sehr eskaliert für meinen Geschmack. Aber okay. Onushi. Kono kichi ni yokuzo sanjita no. Hagure shinobi mo seteta mono dewa nai wa. Washi wa waka sama wo kuro sama wo sukuwa neba naran. So seneba. Ichin sama ni moushiwake ga tatanu wa. Nein, nein, nein. Ja, aber man stürmt doch nicht einfach so auf den Gegner zu, du Idiot. Ey, auf wem kloppen die denn hier? Hey, was macht er denn? Da. Ich weiß nicht, warum der nicht geblockt hat jetzt gerade. Ganz ehrlich, das war ein Bug. Okay, der Dicke ist schon fertig. Finde ich nicht so gut. Oh. Ja, was macht der denn da? Der spuckt mich an. Okay, das kann ich jetzt gebrauchen. Okay, Dicky, nur du und ich. Ey. Du bist dick und hässlich. Ja, wir werden sterben. Was? Nee. Ja. Okay. Ja, der geht, glaube ich, eigentlich. Wenn man ordentlich blockt, dann ist der. Ja. Dann kann man den besiegen. Das Problem ist jetzt gerade, dass unser Verbündeter für meinen Geschmack ein bisschen zu schnell gestorben ist. Also, ich habe gar nicht gesehen, was der gemacht hat. Der ist ja direkt tot umgekippt. Das heißt, wir müssen jetzt uns ein bisschen mehr um den kümmern. Ich meine, ob der uns jetzt im Kampf hat, bringt oder nicht, ist ja, ja, wenn er tot ist, bringt er uns natürlich nichts, außer am Anfang so eine Ablenkung. Aber ich würde es schon ganz gerne sehen, dass der den Kampf überlebt. Falls das möglich ist. So, diesmal auf den richtigen drauf springen. Ja. Auf den da. Und auch ermorden. Habe ich ja gerade nicht gemacht, weil ich dumm bin. Ja, da guckst du, ne? Okay. Soweit, so gut. Wo laufen die jetzt her? Die kommen auch den ganzen Weg. Okay, an den doch nicht. Okay. Das ist schon wieder der Dumme.
Man muss sich bei denen einfach ein bisschen Zeit lassen und nicht so hektisch agieren. Aha, so. Einmal müssen wir dann doch Leben nehmen. Ist aber nicht so schlimm. Höpsa. Was ist denn hier? Keine Ahnung. Anushi. Anushi, ja, 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 so. Mann, was macht der denn? Der ist schon wieder zu doof zum Blocken. Ja, jetzt kommt schon der Dicker. Wo ist denn meine Hilfe? Der steht da rum. Ja, ist ja auch geil. Ja, ich brauche keine Hilfe, ne? Bleib da einfach am Baum stehen, guck zu, wie ich hier sterbe. Ja. Ist ja überhaupt kein Problem. Eigentlich hätte der euch seinen Kollegen wehtun müssen. Hey. Au, 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 au. Ja, okay. Da brauche ich die auch nicht wiederbeleben lassen. Okay, ich weiß nicht, was den alten Sack jetzt dazu bewogen hat, einfach nur da stehen zu bleiben, aber ich fand's nicht gut. Also bitte. Wahrscheinlich, weil ich das Gespräch mit Start übersprungen oder abgebrochen hab. Und noch einmal. Weil es so schön ist. Ich habe langsam die Befürchtung, dass dann in dieser Episode nichts wird. Aber wenn ich mir angucke, wie gut ich mich jetzt bei dem Bosskampf beim allerersten Versuch angestellt habe, also ich habe da schon Hoffnung. Ja, definitiv. Mann! Warum mache ich so einen Scheiß? Leck mich doch, ey. Ja, wenn es dabei bleibt, ist ja gut. Ja, ja. Wenn der jetzt noch ein bisschen näher hier zu mir kommt, kann ich mich direkt um den Pfeilspacken kümmern. Genau so. Mann! Okay, der schon wieder, der Dicke. Ich sag immer Dicke, halt der mit dem dicken Knüppel. Na, was ist los? Was hältst du denn davon? Ach. Nein, ich hab gedacht, das reicht. Ja, jetzt aber. Wir werden nicht besser, ne? Wir schaffen das nicht, aus dieser Situation hier besser zu entkommen. So, jetzt aber hier, du Faulpelz. Ja, dann doch so, jetzt mach auf. Ich lenke ihn ab. Hey. Cool.
redet er mit mir? Oh. Ja, der hat irgendwas mit mir gemacht. Lass doch den Mann in Ruhe! Ja, er ist gut. Okay. Ah, der spuckt jetzt wieder, ne? Der hat doch gerade getrunken. Ah, ich sollte springen, ne? Idiot! Idiot! Ja. Das ist ziemlich schwer, den alten Sack am Leben zu halten. Muss ich mal an der Stelle sagen. Der geht ja... Der geht da rein, als wäre der 20, aber guck dir mal die Frisur von denen an. Der ist doch bestimmt 50 oder so. Also versucht da abzugehen wie Schmidts Katze und krepiert einfach nur. Wenn das nicht funktioniert, hätte ich den auch sagen können. Ich meine, wir versuchen das ja auch die ganze Zeit hier mit dem Abgehen, aber... Es funktioniert nicht. Was ist mit unserer göttlichen Hilfe? Okay, anscheinend kann die nicht niedriger als 12% werden. Wir hoffen es einfach mal. So, jetzt aber den richtigen angreifen. Geht doch. Ausnahmsweise hat das mal funktioniert. Ey, das kann doch nicht sein. Leck mich, ne? Einmal drumherum gelaufen. Das sieht sehr gut aus bis jetzt. Ich hätte nichts sagen sollen, ne? Wirklich sehr gut aus. Wir haben fast volle Leben. Komm schon, jetzt aber. Wenn nicht jetzt, wann dann? So, Bogenschütze wieder zuerst. Naja. Ey, du Feigling. Wenn Männer kämpfen, dann mischt man sich da nicht ein. Sackgesicht. Hey, jetzt aber. Und... Achso. Ja. Der hat uns mit seinem Rundumschlag einfach mal ausgenockt. Ja. Nein, ich hätte springen sollen. Kugelchen. Was? Ah, jetzt kommt da schon wieder ein neuer Gegner. Kugelchen, da ist noch ein Gegner irgendwo. Scheiße. Ja, komm. Noch irgendwelche Überraschungen? Okay, der alte Sack ist tot. Okay, nur du und ich, Schwabbelchen. Na? Was ist?
Okay. Ich muss auf meine Haltung achten. Mann, ich drücke mal zu früh! Und dann ist die Haltung weg. Ah, das war jetzt zu spät. Oh. Ja, ich bin eigentlich schon tot. Oh, wir haben seinen Getränkebecher kaputt gemacht. Ich glaube, der ist sauer. Oh, oh, oh! Mann! Ich bin ein bisschen zu defensiv, glaube ich, gerade. Ja gut, ich war fast kaputt. Was soll ich da machen? Ich kann ja nicht Agro-Man hier spielen und dann... Oh. Ja, braver Sohn, noch eine Fäulnis-Essenz. Oh, cool. Ganz ehrlich, das ist mir egal, wie viele Fäulnis-Essenzen ich habe. Ich verstehe das sowieso noch nicht so ganz, wie ich die loswerde und alles. Vor allem, warum werde ich überhaupt bestraft? Weil ich so schlecht bin, ich kann da auch nichts für. Ah, jetzt aber. Den Anfang hier kriegen wir schon ziemlich gut hin mittlerweile. Noch nicht perfekt, aber vielleicht ja jetzt gleich. So. Diesmal hat er uns auch nicht getroffen. Der auch nicht. Ja, wenn ich jetzt was gesehen hätte durch den scheiß Busch, wäre das nicht passiert. Ich will ihn doch nur töten! Ja. Affe. Hier. Ja, das war ein geiler Trick. So schlecht waren wir noch nie. Ist das geil. Ihr wisst, worauf das hinausläuft, ne? Ja. Was soll ich dazu sagen? Ausruhen. Krass. Aber ist natürlich auch eine gute Art zu leveln irgendwie, ne? Wir haben schon wieder 3 Fähigkeitspunkte. Geil. Ich weiß nicht woher. Wir sterben doch die ganze Zeit, aber okay. Auf Wiedersehen. Oder auch nicht. Ich meine, das ist ja... Das sagt man halt so. Ja, meine Freunde, das war's für diese Episode. Wir sind hier im Endboss-Fight gelandet. Wir haben es geschafft, die 2 Mönche am Anfang auszuschalten. Wir wurden mit einem großen Geldbeutel belohnt und so weiter und so fort. Was ja ganz schön ist, aber der Hauptkampf, der wartet jetzt auf uns. Wir haben schon 2, 3 Versuche gestartet, also eigentlich nur so 2 richtige. Und die liefen gar nicht mal so schlecht. Also der erste lief bisher am besten, fand ich. Da hatten wir den schon zur Hälfte mehr oder weniger von seiner Balance da gestört gehabt, ohne dass wir ihn einmal getroffen haben. Ich glaube, der hatte 2 Leben oder sogar 3. Ich muss ja gleich mal drauf achten, wie viele Leben der wirklich hat. Und wenn wir es jetzt noch schaffen, das ganze Gesindel am Anfang da auszuschalten und ja... Ohne dass unser alter Knacker, der uns hilft, dabei verreckt, dann könnte das ganz gut aussehen.
Wir versuchen das in der nächsten Episode und ich bin ja eigentlich ziemlich positiv gestimmt, dass wir das hinkriegen. Ja, auf jeden Fall. Gut, ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Ciao.